Ich habe nichts verstanden. Selbst wenn man nicht so drin ist in diesem ganzen Anime-Game, man kommt auf jeden Fall, finde ich, direkt in diesen Vibe. Mir hat jemand ein Video geschickt, das ich mir heute anschauen werde. Und ich bin sehr gespannt, was ich da zu sehen bekomme. Ein Placement mit Adobe, okay. Boah, die Schriftart. Wird mit Sicherheit gleich alles super cool aussehen. Aber diese Schriftart gehört für mich zu den Schriftarten, die verboten sind, wie Comic Sans. Das ist Papyrus. Würde aber alles einen Sinn haben. Ich bin schon gespannt. Das war ja wirklich ein After Effects Template Feuerwerk. Habe ich nun schon seit 6 Jahren. Genau zu dieser Zeit haben uns unsere Eltern verlassen. Schönes Set-Design. Sehr. Aber das soll ja in die Anime-Richtung gehen. Dann macht das ja alles gerade visuell sehr viel Sinn. Es war also alles nur ein Traum. Seitdem leben mein großer Bruder. Das ist übrigens super spannend. Früher hat man das Klammermaterial genannt, jetzt heißt es Stock-Footage. Es ist so schwierig, Stock-Footage in einen Trailer einzubauen, dass man nicht selber gedreht hat und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das Material sich natürlich zum Rest einfügt. Das ist halt Arbeit von der Farbkorrektur. Und hier sehen wir ein ganz schönes Beispiel. Hier haben wir halt wirklich diesen sehr weichen Look, also wahrscheinlich auch einen Mistfilter drauf, habt ihr ja schon oft gehört. Und das sorgt dafür, dass die harten Kanten etwas weicher werden, das Ganze ein bisschen filmischer aussieht. Hier haben wir einen ganz anderen Look mit einer anderen Kamera gedreht, offenbar. Und hier nochmal, das Bild ist ultra scharf, hat überhaupt nicht dieses träumerische. Der Weißabgleich ist sehr ins Gelbe gezogen, was wir eben in dem Zimmer nicht so hatten. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man Stock-Footage benutzt, also Material, das man nicht selber gedreht hat, von Seiten Shutterstock oder Pixabay zum Beispiel. Da kann man auch kostenlos einen Haufen Videos runterladen. Also wenn ihr mal dringend Stock-Footage braucht, kann ich euch nur empfehlen. Pixabay ist ein kostenloser Service. Seitdem leben mein großer Bruder Shin und ich auf uns alleine gestellt. Er war die treibende Kraft in meinem Leben, die mich immer aufgemuntert hat, wenn es mir schlecht ging. Leider zog sich schön in den letzten Monaten. Gar keine Kritik an dem Trailer hier, weil die machen hier einen Trailer. Wenn jemand Bruderherz oder Schwesterherz zu jemandem sagt, ich würde das dem Drehbuchautor oder Drehbuchautorin um die Ohren schlagen. Das finde ich so schlimm. Das ist so leider ein ganz, ganz fauler Weg, um zu erklären, wer wer ist. Und ich glaube, hier braucht sie es gar nicht. Ich glaube, sie sagt sogar, dass es ihr Bruder ist. Aber ist ein ganz klassischer Anfängerfehler. Da habe ich bei meinen ersten Drehbüchern auch alles gemacht. Also kann man alles umgehen, aber muss man natürlich üben. Seitdem leben mein großer Bruder Shit. Da sagt es ja Bruder. Und ich auf uns alleine gestellt. Er war die treibende Kraft in meinem Leben, die mich immer aufgemuntert hat, wenn es mir schlecht ging. Leider. Ach, guck mal, hier haben wir auch alle Programme drin. Das ist ja ein Werbevideo für Adobe. Premiere, After Effects, Audition, Photoshop und Substance. Ich kenne den Substance Painter gar nicht. Man kann ja sonst mit derselben Kamera und ProMist-Filter das Stock-Footage vom Monitor abfilmen, dann sieht das wieder ähnlich aus. Ist das ein Scherz? Weiß ich nicht. Ja, zog sich schön in den letzten Monaten immer mehr. Tatsächlich, wenn man einen HDR-Monitor hat, gibt es Möglichkeiten, so Sachen zu tricksen tatsächlich. Wenn du eine Person vor einen Monitor setzt und den Monitor in die Unschärfe ziehst, dann kann das ganz gut funktionieren. Das habe ich hier zum Beispiel in meinem Spotify-Video gemacht, beziehungsweise Joscha, mein Kameramann, hat das damals gemacht. Und damit bekommt man halt schon schöne Effekte hin. Das ist jetzt ein HDR-Fernseher, vor dem ich sitze, der in der Unschärfe ist. Und mehr zurück. Jetzt liegt es an mir, eine gute Schwester zu sein. Es macht auf jeden Fall Laune, ne? Also selbst wenn man nicht so drin ist in diesem ganzen Anime-Game, man kommt auf jeden Fall, finde ich, direkt in diesen Vibe. Das ist schön hier hinten, ne? Mit der Sonne, die so auf ihre Haare, auf die Spitzen fällt. Dann gibt es noch meine beste Freundin Mari. Warum sollte es ein HDR-Bildschirm sein? Die Helligkeit ist viel krasser, die Dunkelheit ist viel dunkler. Dadurch sieht es realistischer aus. Und dann kannst du es halt auch in den Hintergrund packen. Je professioneller man dreht, desto eher fällt es auf, wenn man es nicht mit einem HDR-Fernseher macht. Was haben die denn hier alles gemacht? Ich bin mal super gespannt, was für eine Welt das ist. Das ist ja wirklich so richtig aufgepumpt. Dann gibt es noch meine beste Freundin Mari. Obwohl sie die beliebteste Schülerin unserer Klasse ist, hängt sie ausgerechnet mit einem Nichtsnutz wie mir ab. Jetzt habe ich mal eine Frage. Für Leute, die ein bisschen mehr Ahnung von Animes haben. Ist das normal, dass in einem Trailer einfach die gesamte Geschichte so erzählt wird? Also auch die Verhältnisse so? Ich würde das für einen Trailer sonst immer versuchen, anders zu machen oder halt nicht so super offensichtlich zu erzählen. Aber vielleicht ist das genau der Stil und absolut richtig. Die String-Theorie deutet auf die Existenz eines Multiversums hin. Okay, das ist ja richtig cool. Den haben die nachsynchronisiert. Jetzt hat es wirklich dieses Gefühl von, das ist aber auch schön hier, ne? Mit Haze wieder, also Nebel in den Raum gepumpt, damit das Licht so schön sichtbar ist. Das hatten wir letztens beim Necro-Goblicon-Video. Das sieht schön aus. Die Frage, die sich mir dabei stellt,
Können wir andere Universen mit unseren Taten? Wieso eigentlich bin ich der Nebencharakter? Das ist auch schön, ne? Hier hinten sieht man wirklich Christian Hayes, die einzelnen Sonnenstrahlen sogar. Animes erzählen gern die Backstory, bevor es wirklich losgeht, also halt auch in Trailern ein wenig. Eigentlich nicht, normal ist es immer schneller Wechsel mit einem schnellen Song. Okay, offenbar gibt's verschiedene. Bin ich der Nebencharakter meiner eigenen Geschichte? Das ist aber schön. Sind wir nicht mehr in Japan hier? Hier fährt ja eindeutig ein Regionalexpress über die Kölner Brücke. Das ist aber auch sehr cool. Diese Schattendinger hier. Schön. Okay, jetzt bin ich gehuckt. Das ist ja cool. Okay, das gefällt mir richtig gut. Schöne Choreografie und dann diesen Bluteffekt. Mega. Mein Glücksbringer. Den habe ich jetzt immer bei mir. Ich war eine ganz normale Oberschülerin. Ich check's nicht ganz, aber ich find's super spannend. Wie wurden diese Schattenszenen gemacht, also vom Licht her? Entweder filmst du wirklich ganz simpel dein Bild von einem Greenscreen oder einem einfarbigen Hintergrund, gehst nachher in After Effects und machst einen Schatten daraus. Dann nimmst du das Grün raus und arbeitest nur den Schatten. Dann kannst du noch einen leichten Glow-Effekt draufsetzen, könntest du zu dem Ergebnis kommen. Du kannst aber auch, das ist meistens der schönere Effekt, und da die sich am Boden hier auch spiegeln, also man kann das auch alles digital machen, das wäre sehr viel Arbeit. Ich glaube eher, dass die wirklich vor diesem Hintergrund gedreht haben, wenn der durchlässig ist, dieser Hintergrund. Wenn das so eine, wie wirklich in diesen japanischen Häusern, so eine weiße Wand wäre mit so dünnem weißem Material, kannst du einfach dahinter eine große Lichtfläche aufbauen oder einfach an die Decke strahlen, damit die nur von hinten beleuchtet werden. Dann hast du wirklich die realen Schatten der Person. Dann filmst du quasi gegens Licht. Das wäre jetzt so die realistisch einfachste Methode, und das würde ich jetzt mal behaupten, haben sie ja gemacht. Das andere geht auch, wenn du es alles digital machst, aber das wäre sehr aufwendig. Bis zu diesem Tag. Das haben sie halt auch in After Effects gemacht, hier diese Fahrt, ne? Die haben wahrscheinlich so ein bisschen einen kleinen Showcase gemacht, was man alles machen kann mit dem Programm. Willst du deinen Bruder wieder lächeln sehen? Wer spricht da? Eine Freundin. Diese Welt wird von Anomalien geplagt. Okay, wie voll ist denn dieser Trailer? Von Kreaturen aus anderen Dimensionen. Normale Menschen können sie nicht sehen, aber ein jeder kann sie fühlen. Schönes Sounddesign. Alle Menschen können sie nicht sehen. Also jetzt hier gleich dieser Laserstrahl, lila, der so durchs Bild zieht, hat wirklich einen schönen Bass. Aber ein jeder. Da, der kommt wirklich schön. Kann sie fühlen. Eine Träne realistisch aussehen zu lassen, das ist auch so eine Krankheit, wenn man Filme macht. Manche Sachen kann man nicht mehr nicht sehen. Also du guckst halt Filme und siehst, ob die Schauspieler echt geweint haben oder ob Tränen draufgelegt werden. Hier passt natürlich zu dem ganzen Stil, das soll ja alles so ein bisschen drüber sein. Aber es ist natürlich auch eine sauunechte Träne hier, obwohl es natürlich echtes Wasser ist. Ich glaube nicht, dass sie die digital gemacht haben. Man kann auch mal drauf achten, wenn Schauspieler weinen. Man sieht nämlich schon sehr genau, wer wirklich weint und wer nicht. Oder wer gute Arbeit geleistet hat mit der Platzierung von Tränen, weil man kann die wirklich am Auge platzieren. Das sieht immer unrealistischer aus, als wenn man die wirklich ins Auge tropft und dafür sorgt, dass sie rausläuft. Es gibt auch noch eine Technik mit so einem Minzwasser, was dann das Auge wirklich ein bisschen reizt. Das heißt, das Minzwasser fängt an und dann fängt das Auge wirklich an, weiter zu tränen. Warum machen Laser in Filmen eigentlich immer Lärm, obwohl das Licht eigentlich keinen Ton macht? Es ist genau aus dem gleichen Grund, warum du nicht einfach durch eine Glasscheibe springst in normaler Geschwindigkeit, sondern in Slow Motion, weil es ein besserer Effekt ist. Für die Unterhaltung besser. Einsamkeit, ich will, dass du diese Anomalien aus der Welt verbannst. Warum ausgerechnet ich? Nur jemand reinen Herzens ist dazu in der Lage, die Welt zu verändern. Also, vielleicht ist auch einfach mein Bildschirm, aber ich finde ganz oft, dass ich die das Gesicht nicht genau erkenne, wo ich glaube, dass ich es erkennen sollte, weil der Rest dafür auch sonst zu dunkel ist. Du mein Angebot an. Wirst du? Das ist natürlich absolut klassisches Anime-Bild. Cool. Zu einem Magical Girl. Ah, die Tränen, Leute. Ha. Ja. Yeah.
verstehe nicht, wo die sein sollen. Also überall auf der Welt, ne? Also jetzt sind sie ja in Frankfurt wieder, okay. Tief im Schatten wartet das Böse und es wird versuchen, dich aufzuhalten. Warum tun sie das? Sie wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Das ist auch ganz schön hier mit dem Glas. Das ist sehr schön, hier mit dem dicken Rot von hinten angeleuchtet, mit dem Blutmond. Meine Welt zum Erblühen bringst, verurteilst du meine zum Untergang. Wovon redest du? Magie ist eine grausame und verbotene Kunst. Damit sie wirkt, raubt sie die Energie aus anderen Universen. Ich verstehe nichts. Okay, das ist auch ein sehr schönes Bild, das gefällt mir gut, wie sie hier außen schwebt. Mildere! Ich habe dich nie angelogen. Ich will diesen Ort. Okay. Zu einem Paradies machen. Der Preis dafür ist nur die Zerstörung einer anderen Welt. Warum musst du zu mir ausgerechnet dich zu einem Magical Girl machen? Das sieht auch schön aus. Die haben ein paar echt schöne Bilder und ich finde total interessant, das ist ja einfach auch ganz stark Geschmackssache, dass die so asymmetrisch teilweise sind. Also so für mein Gefühl sind die Figuren hier nicht an der richtigen Stelle. So, aber wird ja alles Absicht sein. Also was ich nicht verstehe, was ich ein bisschen schade finde, die haben so schöne Bilder gedreht, wie das zum Beispiel, aber dann sind die so ultra dunkel gegradet, dass man ganz oft nichts erkennt, also zu wenig. Es gibt ja ein zu wenig und ein zu viel natürlich auch. Und ich weiß nicht, ob das einfach ein Problem vom Grading ist oder ob die beim Dreh schon da einfach bestimmte Sachen nicht klar gemacht haben. Weil hier zum Beispiel kommt das Licht ja wunderschön rein, hier unten ist ihr Gesicht. Das heißt, mein Blick müsste hier hingelenkt werden. Leider bleibt er aber irgendwo so hier im Raum hängen, weil hier so alles so wirr ist. Das heißt, hier müsste man es ein bisschen heller haben oder das Licht ein bisschen spitzer. Das sind Sachen, die kann man am Set idealerweise machen, aber im Notfall auch in der Farbkorrektur noch. Aber gut, ich meine, ich bewerte das gerade, als wäre es eine hochprofessionelle Filmproduktion. Ich weiß ja gar nicht, welchem Level die gedreht haben. War ich bereit? Das finde ich auch sehr schön hier mit den Leuchtdosen. Das ist schön. War ich bereit? Unverzeihliches zu tun. Und der Nebel natürlich. Klassiker da hinten, hinter ihrem Kopf. Also sorry, ist das nur bei mir so? Ich erkenne hier nur diesen roten Punkt. Ich sehe ihr Gesicht gar nicht. Ich verstehe wirklich gar nichts. Ich freue mich nachher auf eine Zusammenfassung aus dem Chat. Ich habe nichts verstanden. Am Anfang gab es ja noch ein bisschen Zusammenhang. So, sie und ihr Bruder. Aber was? Ich glaube, das Problem bei diesen dunklen Shots ist die Anime-Inspiration. Anime ist immer gezeichnet. Das heißt, da hast du mehr Freiheit. Es gibt ein gutes Beispiel dafür, dass man auch eine Anime-Ästhetik rüberholen kann in Filmen. Und das war Sin City, der das relativ klar gezeigt hat, wie krass man sowas auch übernehmen kann. Hier, wie extrem die Kontraste sind. Es ist super dunkel und es ist super hell. Und wenn man die Original-Comics kennt, weiß man ja auch, warum das so gebaut worden ist. Ich glaube ja einfach, dass die hier mit einem kleinen Team ihr Ding gedreht haben, was sie sich vorgestellt haben. Und das ist super, super cool. Ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen weit weg von mir. Ich habe nicht verstanden, worum es in diesem Trailer oder in diesem Film gehen wird, den es offenbar ja nie geben wird. Das ist ja offenbar ein Showcase für die Adobe-Produkte. Falls ihr verstanden habt, worum es in der Geschichte geht, schreibt mir das super, super gerne in die Kommentare. Ich möchte es wirklich verstehen. Falls ihr noch andere Sachen sehen wollt, ihr wisst, wo ihr es findet.